Euch mal noch ein bisschen zur Planung. Das hinter mir ist, wie gesagt, der Kulkwitzer See. Wir werden uns hier an den gelben Bojen halten, dort entsprechend raustauchen und dann ein Stückchen rechts halten. Da kommt eine große, tiefe Plattform. Da haben wir meistens ein paar größere Wälse und dann haben wir noch eine kleine Plattform, wo manchmal ein kleiner dabei ist. Lassen wir uns mal überraschen, was wir hier entsprechend dann heute zu sehen. Schon beim Abtauchen ist uns klar gewesen, die Sicht wird heute schlecht sein und könnte uns damit einen Strich durch die Rechnung machen. Dennoch haben die ersten Tiere nicht lange auf sich warten lassen.